Soll ich meinen Lebenslauf unterschreiben? Soll ich mein Anschreiben unterschreiben? Keines von beiden oder beides unterschreiben? Das fragt mich heute der Jan Philipp und ich möchte dem Jan Philipp und allen anderen antworten, wie das beim Bewerben am besten klappt. Mein Name ist Martin Wehle, Sie kennen mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater und auch vielleicht als Karrierebuchautor und gleich geht's los. Ja, lieber Jan Philipp, ich komme auf Ihre Frage zurück. Sollen Sie diese beiden Dokumente unterschreiben? Da sollten wir uns erst einmal in den Empfänger Ihrer Bewerbung versetzen. Der bekommt also Stapel von Bewerbungen und Ihre Aufgabe besteht jetzt darin, sich von den anderen Bewerbern abzuheben. Und ein Indiz dafür, wie sehr Sie die Stelle wollen und wie Sie auch vom Fleiß her gestrickt sind, ein Indiz dafür ist natürlich, wie viel Mühe, wie viel Liebe verwenden Sie für Ihre Bewerbungsunterlagen. Und zweifellos ist es einfacher, einfach die Bewerbung auszudrucken, den Lebenslauf mit dem Computer zu schreiben, als eine Unterschrift extra einzuscannen. Also ein kleines bisschen können Sie sich abheben, wenn Sie sich diese Mühe machen, zumal durch diese Unterschrift ein anderer Charakter entsteht. Wenn Dokumente wie Verträge unterschrieben sind, dann wirken sie auf einmal glaubwürdiger, dann wirken sie offizieller, als wenn da keine Unterschrift steht. Insofern rate ich Ihnen dazu, unterschreiben Sie nicht nur Ihren Bewerbungsbrief, sondern unterschreiben Sie auch Ihren Lebenslauf. Damit heben Sie sich ein kleines Stück weit von denen ab, die fauler sind oder weniger Charakter zeigen. Charakter zeigen ist das Stichwort. Wenn Sie eine schöne, eine elegante Schrift haben, dann ist es natürlich auch eine Botschaft über Ihren Charakter, über Ihre Persönlichkeit, die da transportiert wird. Wenn Sie jedoch, wie ich zum Beispiel, eher eine Sauklaue haben, dann muss man sich das Ganze noch einmal gut überlegen, weil dann der Eindruck, der entsteht, auch ein negativer Eindruck sein könnte. Jetzt fragen Sie mich vielleicht, wie man das technisch macht oder andere unserer Zuschauer wollen das wissen. Das ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen das Dokument mit der Unterschrift, ein weißes Blatt Papier mit Ihrer Unterschrift, einfach nur einscannen. Dann gehen Sie in das Dokument mit Microsoft Word unter der Menüleiste Einfügen anklicken. Dann klicken Sie die Grafik an und dann wählen Sie unter Grafik das Menü Einfügen und damit sollte es klappen, damit sollte es kein Problem sein. Achten Sie darauf, dass es gut aussieht, dass es keine großen Ränder hat, denn nur wenn die Unterschrift so wirkt wie unter einem echten Brief, können Sie die Wirkung erzielen, die Sie beabsichtigen. Wenn Sie sich interessieren fürs Thema Bewerbung, klicken Sie jetzt gerne meinen großen Bewerbungskurs Bewerben mit Erfolgsgarantie an. Das ist ein Videokurs mit einer kostenlosen Probe. Schauen Sie da gerne rein und ich freue mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehle.